Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 666 Flake mit dem 24. und somit letzten Part des Adventskalender-Openings. Später lade ich euch noch ein Duell-Replay mit dem Gustav Max Deck hoch. Das war ein Duell, was überraschenderweise sehr schnell zu Ende war. Da habe ich selber nicht mitgerechnet. Guckt da einfach mal rein. Ja, und ich möchte meinen über 300 Abonnenten an der Stelle schon mal eine reichliche Bescherung wünschen. Falls ihr Yu-Gi-Oh!-Karten kriegt, seht ihr hoffentlich viele Holos daraus. Und wir nehmen jetzt mal hier Zugriff in den Adventskalender. Und hier im letzten Pack natürlich in der 24 der Stardust Dragon Windmonster. 8 Sterne, Drache, Synchro. Wenn eine Zauber, eine Falle oder ein Effekt einer Zauber- oder Fallenkarte oder eines Effektmonsters aktiviert wird, der oder die Karten auf dem Spielfeld zerstört, du kannst diese Karte als Tribut anbieten, annulliere die Aktivierung und zerstöre ihn, sie oder es. Während der Endphase, falls du während dieses Spielzuges auf diese Art einen Effekt annulliert hast, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Guter Stardust Dragon. Und hier haben wir noch das Booster Extreme Victory, wo wir jetzt natürlich auch noch reinschauen. Da haben wir als allererstes eine scharlachrote Sicherheit aus heiterem Himmel. Wutanfall des Tyrannen. Machen wir eine von hinten vor. TGX1HL. TG Kriegswolf. Morphotronischer Tacker. Maglord Armee von Granel. Und eine Holo, nicht verkehrt. Essedari. Gladiator Beast Essedari. Not bad. Ich hätte damit gerechnet, dass ich nur eine Rare drin habe. Tja. Und da freut sich das 666 Flag natürlich. Noch eine kleine Weihnachtsüberraschung hier. Essedari oder wie auch immer man den aussprechen möchte. Nicht verkehrt. Das war der letzte Part vom Adventskalender-Opening. Der Kalender wird jetzt hier komplett zerstört. Und mal gucken, ob es nächstes Jahr dann auch wieder eins gibt. Schaut euch später nochmal das zweite Video an und bleibt dran. Euer 666 Flag.